Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved in Folge 400, Teil 1. Und ihr seht es, das Bärenhaus ist leer. Das ist quasi eine Art Blick in die Zukunft, ja. Das Bärenhaus ist leer, die Bären sind alle gestorben. Der Megapithecus hat sie alle vernichtet. Und das ist Wasser auf die Mühlen derer, die gesagt haben, dass ich es nicht schaffen würde. Und nein, natürlich nicht. Ich veralber euch. Und die Bären sind natürlich wohl auf. Die haben sich alle schon in Position gebracht, sozusagen, ja. Die sind gut vorbereitet, die sind alle gelevelt, benannt, ausgewachsen und ja, wunderbar. Und ja, das ist jetzt hier nur mal, wollte euch nur mal zeigen, wie leer dieses Haus jetzt aussieht. Und wir gehen mal raus. Ich zeige euch in diesem Teil 1 von Folge 400 erstmal nur meine Taktik und was ich so vorbereitet habe, wie ich es vorbereitet habe. Und ja, wir schauen uns einfach mal so ein paar Dinge dazu an. Zum Beispiel haben wir ja hier den tollen Hangar. Mein Area 51 Hangar, sage ich immer, ja. Das ist quasi der Hangar, wo die Geheimwaffen drinstehen. Ihr seht es, die Geheimwaffen, die ich schon seit Ewigkeiten anteasere und die ein wesentlicher Eckpunkt meiner wahnsinnig tollen Taktik gegen diesen Megapithecus sind. Und jetzt kommt die große Enthüllung. Welche Tiere sind die Geheimwaffe? Es sind die Dödikuren. Dödikurussen. Dödikuluren. Die Kugeln. Es sind die Kugeln. So. Ja, warum die Kugeln? Weil, das erkläre ich euch, also die Taktik sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier erstmal, ja, mit diesen neun Dödis, die hier drin sind, das sind alles High-Level-Dödis, ja, die wurden alle auf Level 120 getamed und wurden auch schon richtig hoch gelevelt, also die haben alle schon ordentlich was Intus und alle nur auf Leben. Das heißt, die haben alle, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, haben alle über 10.000 Leben. Und das heißt, hier sind jetzt über 90.000 HP versammelt in diesem Hangar, ja, 90.000 HP. Das ist quasi so eine Art Bollwerk. Und zwar wird die Taktik so aussehen, diese Dödis werden als erste den Affen angreifen. Und der Trick bei den Dödis ist ja, oder der Clou bei den Dödis ist ja, das Besondere bei diesen Dödis ist ja, wenn die eine bestimmte Menge Schaden bekommen haben, dann rollen die sich ein und sind von dem Zeitpunkt an nicht mehr verwundbar. So, das heißt jetzt aber natürlich, jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, das bringt ja aber nichts, weil der Affe wird, sobald die sich eingerollt haben, nicht mehr sie angreifen. Also er wird dann sich ein anderes Ziel suchen. Das ist richtig. Die Taktik sieht folgendermaßen aus. Diese Dödis werden den Affen umringen, weil die wollen ja alle zum Schlag kommen. Ja, das heißt, sie werden versuchen, ihn zu umkreisen. Sie werden sich gegenseitig ausweichen und der Affe wird natürlich auch versuchen, ihn auszuweichen. Das ist zumindest die Theorie, ja. Das ist jetzt alles nur Theorie, das ist alles nicht getestet. Das werden wir alles erst noch sehen in Teil 2 quasi, in Folge 400 Teil 2. Diese Dödis werden den Affen umringen, so wie mich jetzt. Ja, der Affe wird in der Mitte stehen und er wird natürlich ordentlich austeilen. Ne? Der Affe wird schlagen und um sich treten und Zeter und Mordio brüllen, er wird Steine werfen, hast du nicht gesehen. So. Wenn die sich dann alle eingerollt haben, ist die Theorie, dass der Affe sich dann nicht mehr bewegen kann oder zumindest nur noch sehr eingeschränkt bewegen kann, dass wir wirklich mit den Dödis versuchen, seinen Bewegungsradius einzuschränken, dass er zum Beispiel mich nicht mehr erreichen kann. Das ganze Ziel dieser Taktik zielt darauf aus, dass der Affe sich an den Dödis abreagiert und dann von denen festgebackt wird. Ja? Wir versuchen ihn quasi festzuhalten. Wir klammern ihn sozusagen. Wir machen aus dem Affen einen Klammeraffen sozusagen. Ja? Das ist der Plan. Der Affe soll einfach nur durch die Dödis festgehalten werden. Die müssen gar keinen Schaden machen. Ja, die müssen gar keinen Schaden machen. Die müssen einfach nur so lange wie möglich durchhalten und sich dann einrollen, wenn sie Schaden kriegen. Dann haben sie ihre Aufgabe schon erfüllt. Und sie müssen natürlich noch versuchen, irgendwie ihn zu umringen. Da weiß ich halt nicht, ob sie das hinkriegen, ob sie da schlau genug sind. Müssen wir schauen. Wenn sie es natürlich nicht schaffen, naja, dann wird das ein bisschen schwieriger, weil dann fällt schon mal dieser Punkt der Taktik weg, dass der Affe halt festgebackt wird. Ne? Aber das ist so jetzt erstmal die Theorie. Und ich glaube, das ist schon mal mehr Hirnschmalz, dass ich da rein investiert habe, als so manch anderer, der versucht hat, gegen den Riesenaffen zu kämpfen. Die sind nämlich alle einfach nur irgendwie mit irgendwelchen Tieren drauf losgegangen. Und man muss halt bei den Dödis wirklich mal sagen, die haben halt richtig viel Leben. Das sind die Tiere, die das Leben mit am höchsten hochskillen können, von den kleineren vor allem auch, ne? Also jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken, das Dödi da hinten in der Ecke, das Weiße, ja, das hat einfach mal 18.000 Leben.
Das ist das mit dem höchsten Lebenswert hier drin. Mein Giga nach dem Nerf hat gerade mal 25.000 Leben. Das heißt, wir haben hier wirklich, im Grunde kann man eigentlich sagen, wir haben hier 100.000 Leben drinne stehen. Ja? Und alleine das wird den Affen schon mal richtig lange beschäftigen. Bis der die alle platt gemacht hat oder bis die sich alle eingerollt haben, muss er bestimmt mindestens 10, 20 Mal schlagen. Mindestens. Ja? Auch wenn er mit einem Schlag hier, keine Ahnung, 4.000 Damage reinknallt. Ja, er muss einfach ein paar Mal schlagen. Er wird erstmal eine Weile beschäftigt sein. Das ist wichtig, das ist gut. Das gibt mir nämlich die Zeit, meine Waffen einzusetzen aus der Ferne, ja, dass ich aus der Ferne auf ihn schießen kann. Da werden wir gleich nochmal mit Hilfe dieses Dummies drauf zurückkommen, ja. Wir werden gleich nochmal auswählen, welche Waffen mitkommen und welche ich wahrscheinlich dann eher zurücklassen werde. Ich meine, unterm Strich könnt ihr eigentlich alles mitnehmen. Das Problem ist halt das Gewicht, ne. Ich habe halt jetzt eigentlich schon ziemlich hohen Gewichtswert und guckt mal, ich bin schon ziemlich voll. Also ich muss ja auch ordentlich Munition mitnehmen oder so, ne? Deshalb müssen wir doch eine kleine Auswahl treffen. Das machen wir gleich noch. Vorher möchte ich euch noch was anderes Cooles zeigen. Und zwar habe ich sie mal alle in Form einer Parade versammelt. Schaut sie euch an. Wir können sie gleich mal durchzählen, wie viele das sind. Ja. Ist das nicht eine Armee oder ist das eine Armee? Das ist doch eine Wahnsinnsarmee, oder? Das ist eine richtig geile Armee. Das ist die Vorbereitungs... Das ist der Vorbereitungsaufwand oder die Vorbereitungszeit von... Boah, wann habe ich angefangen, die ersten Bären zu zähmen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in Folge 325 oder so. Und im Grunde kann man sagen, seitdem bereite ich diese ganze Aktion vor. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist eine unglaublich lange Vorbereitungszeit. Und wir zählen sie jetzt einfach mal durch. Also, der Brummer ist der Erste. Da hat er auch schon gleich gekackt auf Kommando. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wenn ich jetzt nicht einen vergessen habe, dann sind es 16. Mit dem Brummer sind es 17, ne? 17 oder 16. Auf jeden Fall schon eine ziemlich große Zahl. Und alleine diese Bären hier, ne, die sind alle auch voll hochgeskillt. Die Babys, die neu geboren wurden, habe ich übrigens auch entsprechend benannt, ne? Wir haben hier zum Beispiel den Kapatoniker, ein sehr fleißiger Zuschauer. Die Lina S., auch eine sehr fleißige. Liskara, genau. Liskara auch nicht vergessen. Ist auch sehr fleißig. Wen haben wir noch? Wer ist noch neu? Lina O, genau. Also wir haben zwei Linas. Oder beziehungsweise in meinem Kommentarbereich tummeln sich zwei Linas. Einmal die Lina S und die Lina O. Beide sehr fleißig und auch immer sehr nett. Und genau, die Squirrel Queen. Auch ganz fleißig, auch immer bei Livestreams dabei. Und ja, genau. Wollte ich auch nochmal kurz erwähnen, dass ihr wisst, wie ich die neuen Bären dann auch benannt habe. So, genau, ich glaube, aber sonst ist kein neuer dazugekommen, ne? Eine Kleinigkeit zu den Bären noch. Also die Bären haben jetzt alle so um die 5000 Leben, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Einige haben sogar mehr, einige haben sogar über 8000 Leben schon. Das heißt, auch bei den Bären ist es so, hier stehen jetzt locker auch nochmal 100.000 Lebenspunkte vor uns, ja? Kombiniert halt. Wir werden aber nicht alle Bären mitnehmen. Wir werden jetzt eine Auswahl treffen. Also zum einen, der Brummer wird nicht mit teilnehmen an der Aktion. Das ist mein Lieblingsbär, ja. Das ist ja quasi das Äquivalent des Spielbären, also von meinem Teddybär in dieser Welt. Und den kann ich nicht verlieren. Das geht nicht. Der ist heilig, ja. Mit dem reite ich gerne ein bisschen rum oder reite mal von Höhle zu Höhle oder sowas. Mache sowas mit dem, ja. Aber den lassen wir außen vor, den schützen wir. Komme ich jetzt hier durch? Nee, hier komme ich nicht durch, ne? Verdammt. Ist alles zu eng hier. Wir müssen unbedingt in die Baumhaus-Base umziehen. Nach Folge 200. 400. Folge 200. Jetzt mache ich auch schon eine Zeitreise in die Vergangenheit. Am Anfang sind wir in die Zukunft gereist, jetzt reisen wir in die Vergangenheit. Also der Brummer wird nicht dran teilnehmen. Und wir wählen jetzt noch... Und der Kuschelbär, genau, den kann ich auch nochmal kurz zeigen. Den kennt ihr ja schon. Stammzuschauer kennen den, neue Zuschauer kennen ihn noch nicht. Der erste Bär, den ich jemals gezähmt habe in Ark. Ja, der Kuschelbär, der hier so ein bisschen so abseits steht. Der ist einfach zu low. Guckt euch das mal an, guckt euch mal die Werte an, ja, das geht nicht. Ich meine, gut, jetzt hat er nochmal ein Leben dazu bekommen, aber das kann man vergessen. Der wird sowas von weggeklatscht, das wird nichts. Selbst mit Sattel und so, der ist einfach, das ist ein Kuschelbär, ja, der ist zum Kuscheln und es hat auch so eine schöne, besondere Farbe. Er ist ein schwarzer, grauer Bär, so grauschwarz. Das wäre zu schade um den. Der darf nicht verloren gehen. Der bleibt einfach hier. Genau wie der Brummer, der bleibt auch einfach hier. Und noch zwei andere werden hier bleiben. Jetzt suche ich mir nämlich mal die Bären raus mit den besten Werten. Mit den besten Werten auf Leben und Schaden. Denn die möchte ich natürlich gerne weiter züchten. Ja, die sollen für nach
kommen sorgen, sozusagen. Ich möchte gucken, dass ich für die Zucht mir die besten Tiere rausgreife, damit wir die nicht unnötig verheizen. Das muss ja nicht sein. So, ich glaube, mich zu erinnern, dass Lina S. war, glaube ich, die mit dem. Ja, genau. Guckt mal hier, fast 9000 Leben. Und auch einen ordentlich hohen Melee-Damage-Wert pro Natura. Ja, die 311% sind ein Natura-Wert. Ja, der ist nicht geskillt. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. So, also du bist raus aus der Nummer. So. Und jetzt brauchen wir noch ein Männchen. Du bist ja ein Weibchen. Jetzt brauchen wir noch ein Männchen, das auch hohe Werte hat, wie ich hier auswähle, ne? Das ist so krass. Das ist wie bei so einer Modelschau irgendwie fast schon. Ein Männchen. Ein Männchen mit hohen Werten. Wir hatten den Pluton, der hatte sehr hohe Werte eigentlich gehabt. Ja, obwohl eigentlich gar nicht so hohe Werte. Wenn wir mal bedenken, dass ich die alle wirklich nur auf Melee-Damage und Leben geskillt habe. Wie ist es mit dem Kapatoniker? Der sieht gut aus, guckt mal. Der Kapatoniker hat sehr gute Werte, aber der hat einen hohen Food-Wert. Das könnte das Tamen, oder beziehungsweise das Züchten verfälschen. Du hast ja einen relativ niedrigen Food-Wert, genau. Ich brauche jetzt ein Tier, das einen niedrigen Food-Wert hat und einen höheren Lebenswert. Da wäre der Trollinator zum Beispiel schon mal besser als der Kapatoniker, weil der hat ein bisschen weniger Food, 3000 weniger. Wie sieht es mit dem Jan aus? Ihr seid alle so Food-Monster. Was ist mit euch los? Flachdachs, wie sieht's denn bei dir aus? Du bist auch ein Foodmonster. Das gibt's doch nicht. Wieso seid ihr solche Foodmonster? Also ich glaube, der Trollinator ist da echt schon mit der Beste, ne? So. Alle anderen sind, glaube ich. Vor allem Frauen hier. Guckt euch das mal an. Viele, viele weibliche Bären haben wir hier. Krebs am C war leider sehr schwach, was Leben und Melee-Damage angeht. Das lohnt sich gar nicht. Ja, genau. Nee, dann müssen wir den Trollinator rausgreifen. Der Trollinator ist der Zuchtbär. Und der Brummer kann ja auch noch ein bisschen mitzüchten, so. So, ihr zwei. Ihr seid der neue Stammbaum. Ihr seid die Zukunft. Also ihr drei. Ihr drei seid die Zukunft. So. Ihr seid raus aus dem Spiel. So. Ne, falls nicht, falls jetzt wirklich hier alles total scheiße läuft und falls hier jetzt wirklich alle Bären krepieren sollten. Dann möchte ich auf jeden Fall noch welche übrig haben für die Zucht. So. Die nächste Frage in der Vorbereitung ist, welche Waffen mitgenommen werden. Ich habe ja Unterwasser-Loot-Crates abgefarmt. Genau, da kann ich euch nochmal kurz was zeigen. Ich habe noch einen Blueprint gefunden. Und zwar einen Blueprint für eine Mastercraft Riot Gear Leggings. Ich habe jetzt tatsächlich endlich einen kompletten Satz Riot Gear in. Ja, geiler Ausführung sozusagen. Mastercraft hier und alles andere ist Journeyman. Ja, also Mastercraft Hose und alles andere Journeyman. Hat ewig gedauert, das Zeug zusammenzufarmen. Ja, aber es ist natürlich wichtig. Wer guckt mal jetzt hier? 1600 Armor ist richtig geil. Also, wenn ich jetzt mein Leben, wenn ich jetzt nochmal einen Mindwipe Tonic mache, was wir auch gleich noch machen, also wenn ich den noch nehme und mich neu skille. Dann gebe ich richtig viel auf Leben und dann kann mich der Affe bestimmt mindestens einmal treffen, bevor ich tot umfalle. Also wenn ich nicht auf einem Tier sitze, ja. Und das ist wichtig. Diesen Puffer möchte ich schon haben, dass er mich wenigstens einmal treffen kann, bevor ich sterbe. Das ist wichtig. So, aber das müsste eigentlich mit dem Armorwert müsste es locker hinhauen. Also, wie gesagt, der Affe teilt zwar sehr viel Schaden aus, aber diese Panzerung müsste mich schützen. Ich hoffe es. Ja, zumindest leichte Treffer. Vom Affen müsste ich abkönnen. So. Genau. Und jetzt zu der Frage: Waffen. Ah, da kann ich auch gleich nochmal im Inventar bleiben. Ich habe noch gefunden, ja, ein Mastercraft-Schwert. Sogar als Blueprint habe ich das gefunden. Einen Mastercraft-Compound-Bow. Auch als Blueprint habe ich den gefunden. Und eine Journeyman-Pump-Action-Shotgun. Und einen Blueprint für ein Mastercraft Fabricated Sniper Rifle. Das habt ihr, glaube ich, auch schon gesehen. Ein paar davon habe ich euch sogar schon gezeigt, wie ich die gefunden habe. Und die Frage stellt sich jetzt eigentlich, mit welchem davon kann ich den meisten Schaden machen? So, jetzt testen wir das einfach mal durch. Wir nehmen jetzt erstmal den Bogen, den Mastercraft Bogen. So, jetzt schieße ich mal. Man muss den wirklich durchziehen und richtig bis ans Ende anziehen, damit er den meisten Schaden macht. Ah ja, ich sollte vielleicht. Hä, habe ich jetzt nicht getroffen? Ich habe nicht getroffen. Guckt mal, was ist denn da los? Wieso habe ich den da jetzt nicht getroffen? Aber ich kann den Pfeil zum Glück wieder einsammeln. Ich sollte vielleicht näher an den Dummy ran, damit das auch zählt. So, 404. 404 ist der Maximalwert anscheinend. 242 Damage per Second. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das merken wir uns mal. 242, genau.
So, dann haben wir die Mastercraft-Pistole. Die habe ich ja schon mal vor einer Weile gefunden in der Höhle. Da hauen wir jetzt einfach mal richtig drauf. Wie viel Damage machen wir damit? 260. Okay. Die macht sogar lustigerweise mehr Damage per Second als dieser komische Bogen. Das ist interessant. Obwohl, nee. Die macht weniger. Der Bogen hat 262 gemacht. Die Pistole macht weniger. Okay. Jetzt schauen wir uns mal das Schwert an. Das Mastercraft-Schwert. 194. Ich meine, gut, in Nahkampf wäre ich gegen den Affen nicht gehen können, aber der hat ja auch seine Minions. Der hat ja diese Gigantopithecinen hat er ja auch. Ganz viele davon. Und wenn die mich vielleicht im Nahkampf irgendwie erwischen, kann ich mich da noch freischnetzeln mit dem Schwert. Und guckt mal, der Midi-Damage 349 ist auch gar nicht zu verachten. Ja, wenn ich jetzt mein Midi-Damage-Schwert noch hochskillen würde, der ist ja jetzt auf 100%, dann wäre der Schaden nochmal viel krasser, den man damit austeilt. So, jetzt testen wir die Shotgun. Ist natürlich schön mit der Streuung, ne? Da muss man natürlich dicht dran stehen. Alter, guckt euch das an, wie viel Schaden das ist. Also die Shotgun müsste eigentlich mit, sag ich mal. Das wäre eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, die zu haben. So, jetzt testen wir noch das Sniper Rifle. Okay, wow, 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 wow. 521. Okay, das Sniper Rifle hat definitiv gewonnen. Jetzt müsste man eigentlich noch den Raketenwerfer testen. Ja, ich überlege, ob es sich überhaupt lohnt, einen Raketenwerfer mitzunehmen, weil die Raketenwerfer gehen immer so saumäßig schnell kaputt. Und ihr seht es, dadurch, dass das Sniper Rifle Mastercraft ist, hält das eine Weile aus. Das heißt, im Grunde wäre es am sinnvollsten, den Bogen mitzunehmen für den Nahkampf, das Schwert, die Pistole lassen wir hier, würde ich sagen. Das bringt's nicht, die hat zu wenig Bums. Für den Nahkampf das Schwert, die Pumpgun und dann nochmal für den Fernkampf das Sniper Rifle. Und das Sniper Rifle würde ich sogar in doppelter Ausführung mitnehmen. Ich habe, glaube ich, sogar noch ein zweites gemacht, da muss ich nochmal nachgucken. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, das ist alles schon wieder eine Weile her. Und wenn nicht, dann mache ich halt noch ein zweites. Und ja, dann haben wir zwei Mastercraft Sniper Rifle, würden dem Affen pro Sekunde über 500 Damage machen. Alleine wir. Ja, da sind die Tiere gar nicht mit eingerechnet. Das heißt, das ist ein sehr, sehr, sehr hoher Wert, der sehr, sehr, sehr gut ist. Und jetzt werde ich nochmal Folgendes machen. Zum Abschluss dieser ersten, oder dieses ersten Teils der Folge 400, werde ich mir noch einmal Mindwipe Tonic reinknallen. Ja, ich werde nochmal meine Werte komplett neu vergeben. Das machen wir jetzt direkt. Das habe ich hier nämlich schon vorbereitet. Ja, wie BioLag habe ich das schon vorgekocht sozusagen und vorgekaut auch. Hier ist der Mindwipe Tonic, den schlucken wir jetzt. Use Item. So, jetzt sind die Werte wieder komplett. Jetzt bin ich wieder ein unbeschriebenes weißes Blatt. Und jetzt können wir hier skillen. Also was wir definitiv nicht skillen werden, ist Stamina. Denn ich werde ja so gut wie die ganze Zeit auf dem Tier sitzen. Ja, das ist klar. Was wir auch nicht skillen werden, ist Movement Speed. Weil weglaufen vor dem Affen bringt gar nichts. Ja, das ist vollkommen sinnlos. Fortitude weiß ich noch nicht. Ein bisschen was auf jeden Fall. Weil da ist es ja kalt, das ist ja im Eis, ist ja diese Arena, wo man da hingeworben wird, ja. Das heißt, da braucht man schon ein bisschen Insulation, ja, so als Puffer. Was wir auf jeden Fall skillen werden, ist Leben. Da will ich mindestens 500 haben. Mindestens 500. Das machen wir jetzt gleich mal. So, jetzt bin ich Level 41, das heißt, wir haben jetzt noch, ich war, glaube ich, Level 93, als ich die Suppe geschluckt habe. Dann haben wir jetzt noch so ungefähr über die Hälfte haben wir auf jeden Fall noch. So, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch Gewicht. Und da brauchen wir mindestens 260, damit wir die ganze Munition auch mitschleppen können. Oh, wartet mal, jetzt habe ich zu viel geskillt, oder? Ach, 310 ist auch okay. Dann können wir richtig viel Munition mitnehmen. Dann geht uns definitiv die Munition nicht aus. So, dann brauchen wir noch Fortitude. Da geben wir mal 25 oder 26. 26 ist ganz gut. Oder sagen wir 30. Gehen wir mal auf 30. Sicher ist sicher. Und jetzt bräuchten wir noch, was nehmen wir denn jetzt noch zum Schluss? Vielleicht doch noch einmal Stamina skillen. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch 16 Level können wir jetzt noch vergeben. 16 Punkte. Wir geben doch noch einmal Stamina. Und dann Melee-Damage, glaube ich, lohnt sich nicht. Ich meine, das Schwert macht auch so einen hohen Melee-Damage-Schwert. Also teilt hohen Schaden aus, auch ohne, dass ich Melee-Damage skille. Insofern brauchen wir das eigentlich gar nicht skillen. Leben.
Leben, 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 leben. Ich will leben. So, jetzt habe ich 660 Leben. Kombiniert mit diesem Armor-Wert müsste das eigentlich ein richtiger Hammer sein, den der Affe auch nicht so schnell platt kriegt. Warum bin ich eigentlich jetzt immer noch überladen? Ich habe das Überladen-Symbol da links, guckt mal. Das kann nicht richtig sein. Wahrscheinlich, weil ich mich geskillt habe, während ich... Genau, jetzt ist es nämlich weg, würde gerade sagen. Während ich überladen war, habe ich mich geskillt und das hat das Spiel ein bisschen irritiert. So, jetzt bin ich natürlich vom Leben her total angeknackst, weil ich natürlich das Leben geskillt habe. Das muss ich jetzt erstmal auffüllen. Ja, aber ich muss jetzt eh auch erstmal die ganzen Tiere in Position bringen. Ich muss die ja alle zum Obelisken schaffen. Wir haben hier auch die Artefakte drin. Die kann man ja nur einzeln tragen. Das ist ja auch total bescheuert. Oder beziehungsweise man muss die auf die Tiere verteilen. Das muss ich jetzt auch alles noch machen. Mache ich aber alles offscreen. Ja, in der nächsten Folge, in Teil 2 von Folge 400, wird es dann weitergehen mit dem Megapithecus. Ja, da werden wir uns dann direkt am Obelisken wiederfinden mit allen Tieren. Und werden uns dann direkt dahin teleportieren sozusagen. Und dann bin ich mal richtig gespannt, wie wir uns schlagen. Ich werde auch noch Folgendes machen, kann ich an der Stelle nochmal kurz ankündigen, ja. Ich werde es so machen, dass ich den Megapithecus, also ich werde den Spielstand speichern, wenn ich alle Tiere unterm Obelisken versammelt habe. Ja, da wird der Spielstand nochmal gesichert, also richtig kopiert. Und wenn dann irgendwas schief geht, ja, wenn zum Beispiel beim Teleportieren in die Arena irgendwas schief geht, da habt ihr mich nämlich davor gewarnt, dass das passieren kann, durch Bugs, durch sonst sowas, dass Tiere verschwinden zum Beispiel. Wenn das passiert, dann werde ich den Spielstand nochmal neu reinkopieren sozusagen und werde von der Stelle nochmal neu anfangen, ja. Das werdet ihr dann wahrscheinlich nicht mitkriegen, ich werde dann den Teil nehmen, wo die Bugs nicht auftreten. Und was ich auch noch machen werde ist, wenn wir wirklich ganz hart verlieren, wenn wir den Kampf hart verlieren, dann werde ich spaßenshalber nochmal den Spielstand reinkopieren und nochmal kämpfen, aber dann mit niedrigeren Werten. Dann werde ich mal gucken, ob ich die Midi-Damage-Werte von wilden Tieren ein bisschen runterdrehe und vielleicht auch den Schwierigkeitsgrad, um mal zu gucken, ab wann man mit dieser Konstellation dann den Affen überhaupt besiegen kann. Weil das interessiert mich einfach mal, ja. Das werde ich dann höchstwahrscheinlich auch noch zeigen. Abhängig davon, wie oft ich das mache, mal schauen. Werden wir sehen, ja. Ich werde euch dann auch jedes Mal mal sagen, was ich verändert habe von den Einstellungen her. Weil es ist ja Singleplayer, das kann man ja mal machen. Das heißt aber nicht, dass ich dann den Spielstand verwenden werde, wo ich gewonnen habe. Ich werde dann schon gucken, dass ich den ersten Fight mehr oder weniger, der halt halbwegs fair abgelaufen ist, ohne Bugs und sonst was, dass ich den verwende und mit dem weitermache. Egal, ob ich da jetzt gewinne oder verliere. Ja, wenn ich verliere, ist es halt so. Dann sind halt die Tiere dann weg. Das ist dann halt eben so. Aber, wie gesagt, der Plan ist, dass wir das auch trotzdem dann nochmal ein bisschen mit anderen Konstellationen probieren, sozusagen als kleines Special, dass wir mal schauen, was muss gegeben sein, dass man diesen Affen besiegen kann. Weil viele immer sagen, ja, der ist so overpowered, das schafft keiner, das ist unmöglich, selbst mit High-Level-Rexen. Und ich bin mal gespannt, ob es vielleicht echt sogar ohne High-Level-Rexe geht, ob es wirklich vielleicht auch mit Dödis geht, ja, dass man den mit Dödis besiegen kann oder mit Bären, ja, oder mit beidem. Ich bin echt gespannt drauf. Wie gesagt, die Ausgangsposition ist wirklich sehr gut, meiner Meinung nach. Ich habe wirklich an Vorbereitung alles getan, was ich tun konnte. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann wieder in Teil 2 von Folge 400. Dann mit den Dödis und mit den Bären, mit der Bärenarmee, mit der sagenhaften Bärenarmee gegen den Megapithecus. Bis zur nächsten Folge 400 Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao. Und ist dieser dramatische Regen vor dem Kampf nicht einfach super? Das passt richtig.